Hallo zusammen und willkommen zu einem weiteren Dungeon Run von mir. Diesmal auf meinem Dämonenjäger als Tank und wir sind in einem Theater der Schmerzen plus 15. Wir haben die Affixe verstärkt, boshaft, schrecklich und gequält. Und ist jetzt der zweite 15er mit meinem Demon Hunter. Habe hier ein neues Leggy jetzt an, und zwar das für die Koreaner für den Pakt, dass mein hier dieses Zeichen zusätzliche Sehnfragmente abspaltet und für 20 Sekunden einen Buff gibt, und wenn ich innerhalb der 20 Sekunden ein Sehnfragment einsammle, also sprich durch den Sehenspalter hier zum Beispiel oder durchs Drüberlaufen hier die Fragmente einsammle, dass ich einmal Vielseitigkeit bekomme, 1%, und zudem, ich glaube, noch ein bisschen zusätzliche Heilung durch die Dinger. Ja, auf jeden Fall würde ich das dann auf jeden Fall mal austesten, weil ich jetzt gesehen hatte, dass das doch dann viele hatten. So, jetzt bei dem Pull hat man ein, zwei Sachen, die ja, jetzt natürlich ordentlich reingehauen haben. Wir hatten jetzt keinen, der gesust hat. Also, weiß nicht, ob der Schorkus weiß, dass er das kann mit der türkischen Klinge, wenn es richtig Gift drauf ist. Aber gut, hat ja auch so jetzt geklappt. Musste ihm bloß meine Metamorphose noch ziehen. Wollte jetzt nicht, dass mein Passiv da prockt. So, ja, auf jeden Fall das Leggy, genau, da war ich. Item Level 235 jetzt mittlerweile. Genau, jetzt schaue ich gerade Vielseitigkeit auf 30% sogar gerade hoch, also durch den Buff kommt da echt einiges dann, dass man kurzzeitig dann recht viel hat, dadurch ja natürlich mehr Schaden macht und mehr Heilung bekommt, weniger Schaden reinbekommt, also eigentlich schon recht nützlich. Das in Kombination mit dem Seelenbund hier mit dem Schmied Mikanos, dass man ja, bei dem man auch Bronn beschwört, führt ja dazu, dass man die Abklingzeit dann auch von dem Zeichen dann verringert. Das hat ja normal 60 Sekunden. Und pro Gegner, die die Fähigkeit trifft, wird die Abklingzeit um 4 Sekunden verringert. Maximal 5 Gegner, also 20 Sekunden verringert auf 40 Sekunden sozusagen im besten Fall. Das heißt, alle 40 Sekunden im besten Fall kann ich mir einen guten Buff holen, der 20 Sekunden lang läuft, wo ich meine Vielseitigkeit stapeln kann. So, ja, hier sehen wir es auf jeden Fall, wird der Buff da nicht runtergenommen. Also wahrscheinlich kennt es der Schorke wirklich nicht. Und ja, jetzt hat es den Healer hier weggehauen. Und wir haben keinen Battle Rest dabei. Aber sind jetzt ja bloß noch zwei. Gefährlich ist natürlich hier Desir, die Enthaupterin, aufgrund ihres Debuffs, den sie mir gibt, dass ich dann weniger Heilung bekomme. Aber ansonsten geht's eigentlich, außer dass ich jetzt nicht wirklich Cooldowns ready habe. Mein, da ist jetzt gerade das Passive geprockt, dass ich nicht sterbe, sondern kurz dann in Metamorphose wiederkomme. Kann jetzt hier nochmal mein Zeichen setzen. Dadurch kommen nochmal mehr Sehnfragmente, oben durch den Sehnspalter mich nochmal gut zu heilen. So, das hier ist jetzt gleich down. Ja, ist hier Leben am Limit auf jeden Fall, im wahrsten Sinne des Wortes. Ist auch wichtig, dass hier der hier auch immer gekickt wird. Denn die Zauber hauen natürlich auch gut rein. So, hat aber noch geklappt. Ist nochmal gut gegangen. Lass mal noch schnell was essen hier, wegen den schrecklich Debuff. Ja, also man kann ja doch recht gut durchhalten. Ich meine, es war nochmal ein paar Sekunden, bis dann auch Metamorphose wieder da gewesen wäre. Wäre vielleicht auch nicht dazu gekommen, wenn der Schurke hier das Ding runtergenommen hätte, den Wutanfall. Naja, so, jetzt schnappt man es hier, den ersten Miniboss. Ja, von der Route passe es jetzt ein bisschen an. Hole jetzt noch den Buff aus diesem, ja, Arena-Viertel, nenne ich es ja immer. Und gehe dann in diesen solchen Bereich vom Bluthack. So, da checke ich nur nochmal wegen der Vielseitigkeit. 31%. Wie gesagt, war ja der Test erstmal. Vielleicht auch wieder die Weak Hour holen, die einem die Stats anzeigt extra. Vielleicht auch nicht verkehrt, die nochmal irgendwann mir zu schnappen. Hier nehme ich natürlich die Stacheln mit. So, kurz nochmal orientieren.
So, machen wir die Gruppe und dann, wie gesagt, noch den Miniboss und dann geht's ins andere Viertel rein. Da man jetzt im Nachhinein betrachtet, ist die Frage, muss man jetzt hier wirklich den einen noch mitnehmen? Den einen Buff, aber ja, ist ja nicht verkehrt. Jetzt gucke ich mir gerade noch wieder die Vielseitigkeit an, wie es denn auch umgeht. Ja, 32%. So, ein Spott. Sicherheitshalber keine Glaive, nicht, dass die überspringt. Aufpassen, dass man nicht zu weit wegsteht, dann zieht er einen heran. Und man weiß nicht, ob man hier rechts Line of Sight gehen kann. Das schon zählt. Dann kann er einen ja nicht ranziehen. So, und dann langsam schon mal in den Gang rein. Ah, hier kann ich mir Line of Sight auf jeden Fall stellen. Dann kommt er hier definitiv hoch, ohne mich ranzuziehen. So, und jetzt, wenn er down ist, schnappen wir uns den Steinschutz als Anima-Bonus. Und jetzt, wie gesagt, geht's Richtung Bluthag. Hätte ich eigentlich damit gerechnet, dass die Glaive noch auf den hinteren überspringt. Das passiert dann natürlich wieder nicht. So, Zeichen der Stille, dass die hier nicht ihren Spaß wirken. Das Blöde jetzt hier beim Schlechter, ich habe ja keinen wirklichen Stun, wodurch ich hier sein Fleischverschlingen unterbrechen kann und einkerkern kann man den nicht. Das hat auch gerade ganz schön reingehauen. So, können wir schon mal den nächsten holen. Das habe ich gut gemacht. Setzt das Zeichen und macht dann einen Body Pull. Okay, durch die Ketten wird er getroffen, aber ich glaube, da lässt er sich trotzdem nicht unterbrechen bei seinem Fleischverschlingen. So, nächste Gruppe. Zeichen der Stille hatte ich auch wieder gesetzt. Doch, zum Glück den, der weggesprungen ist, auch noch getroffen, dass die erstmal nicht zaubern. Jetzt starten sie aber. Da scheint ja auch in seiner Weak-Aura irgendeinen Fehler zu haben, die über seine Kicks ansagt und dann scheinbar da auch die Spell-ID oder irgendwas, was auch immer das denn für Zahlen sind. So, noch den Schlechter. Aufpassen natürlich auf die Schemen, also mich betrifft es nicht. So, da jetzt der E gerade hier vorne steht, dachte ich mir, gut, dann komm her, dann spielen wir eben mit. Und machen dann danach ganz normal den Miniboss. Sonst hätten wir auch sagen können, wir holen uns den Miniboss und hätten danach ja notfalls noch, wenn sie gerade ungünstig stehen, per Schwarz skippen können, wenn wir einen Schurken dabei haben. Aber so geht's natürlich auch. So, auf jeden Fall aufpassen, den Ausbruch hier nicht abzubekommen. In der Fläche stehen ist jetzt nicht so schlimm, wie von diesem Ausbruch getroffen zu werden. So, und da liegt er und dann schnappen wir uns jetzt den nächsten Miniboss. Nächsten Buff holen. Natürlich wieder aufpassen, der den Debuff bekommt, nicht in der Nähe von Verbündeten zu stehen, damit nur er Schaden bekommt. Als der Schurke, der hat hier Mantel genutzt, um den Debuff nicht zu bekommen. Oder die Frostlanze ausweichen und den schicken Kugeln, die hier spawnen. Nächste Frostlanze.
Gleich kommt, glaube ich, nochmal der Debuff. Ja. Und das war's für ihn. So, wieder, dass alle weniger Schaden durch Flächenangriffe bekommen. So, kurz das Mana. Aber es sollte passen. Er setzt sich jetzt gerade hin. Am Anfang passiert erstmal nicht so viel. Hab ja auch ein bisschen Sachen, um mich selber gegen zu heilen. Dämonenverwüstung zum Beispiel. Wenn es mir eher auch noch kurz in der Dämonengestalt. Fleisch verschlingen. Ich meine, er könnte natürlich, hätte man den Schurken mit sehr viel Stun, Blenden, also Möglichkeiten, das irgendwie zu unterbinden. Also ja, ist im Schaden ganz oben, okay, aber die nützlichen Effekte, die da noch mitbringt, der Schurke, da sehe ich leider zu wenig von. Beginnt schon beim ersten Boss mit dem, oder bei der ersten Mobgruppe schon, mit Wutzustand entfernen. So, nehmen wir die jetzt mit dazu. Geh schon mal hier hin, weil ich weiß ja, dass sie nach hinten zu allen springen. Hätte vielleicht vorne das Zeichen der Stille gleich setzen sollen. Ja, schauen, dass man dann nach Möglichkeit recht nah zusammensteht, dass sie nicht zu viel hin und her springen oder zu weit auseinander springen. So, da hat er zum Beispiel einen Stun genutzt, anstatt einen Kick. Ne? Also, hat er einen offen auf jeden Fall. Ah gut. Will mich jetzt nicht weiter beschweren. So, Rebo ist dann auch wieder ready. Ich wusste es nicht, ob ihm das Mana reicht mit 30%. Möglich, aber ist ja mal so eine Sache. Aber jetzt setzt er sich nochmal hin. Okay. Wir können starten. Ja, Kamera versuche ich immer so einzustellen, dass ich die beiden Seiten sehe und auch sehe, wie die Ketten kommen. Jetzt kommen wir von der Seite. Position passt schon mal. So, wie ist das eigentlich, nur der hasserfüllte Stoß, der ein bisschen Schaden macht, da etwas gegenheilen dann mit Seelenspalte oder was auch immer ich denn da habe. So, hier konnte ich jetzt vorher uns leider nicht positionieren, weil die Ketten noch nicht da waren. Aber haben wir trotzdem genug Zeit, uns hier zu entfernen. Nur der Priester ist scheinbar gerade nochmal schön reingerannt. So, nächsten Ketten kommen. Habe ich auch genug Zeit, noch rüber zu gehen. So, und die Ads sterben. Also wir ein bisschen weg, weil da kommt ja gleich die Fläche. Die Haken kommen. Hier können wir gleich stehen bleiben. Passt. Das ist bloß blöd. Die Kamera stellt sich jetzt nicht so richtig um. Aber noch geklappt mit Ausweichen. Hätten wir noch das eine Ad holen. Also ja, die springen viel hin und her. Trotzdem versuchen die natürlich Aggro zu bekommen. So, und da liegt der Bluthack. Geht es jetzt sozusagen ins ja, Geisterviertel. Was man vielleicht hätte machen können, weil wir recht schnell dann unterwegs sind. Den zweiten Miniboss, dass man den jetzt erst macht. Also schon mal kurz da reingeht ins Arenaviertel. Und dann erst hier rüber.
Muss ein bisschen gucken. Also scheinbar muss man ein bisschen Unterschiede auch machen zwischen verstärkt und tyrannisch. Und natürlich auch generell, wie viel Schaden ist dabei? Welche Höhe hat man denn? Ja. Also Höhe vom Dungeon meine ich natürlich, vom Schlüsselstein. Oh, erstmal die ersten Geister zusammengezogen. Dann kommen gleich die nächsten. Da wir das eine große Add mitgemacht haben vor dem Miniboss, brauchen wir eigentlich nicht so viele. In ein paar kommt man ja eh nicht vorbei, außer man würde jetzt hier mit Shroud oder so arbeiten. Darf sich aber auch keiner von dieser Fläche treffen lassen und naja. Das Übliche eben. Also eigentlich die hier zwei kann man eigentlich immer stehen lassen. Und hier natürlich aufpassen, was die Schemen angeht. Dass man sich dann auch wegbewegt, wenn die kommen. So, dann holen wir uns erstmal den Portalwächter. Dran denken, der gibt einem mal einen Fluch. Wenn man wen dabei hat, dann den Fluch entfernen. Ansonsten muss der auf jeden Fall mehr geheilt werden, denn der bekommt höheren Schaden. So, der ist jetzt gleich down. Dann nehmen wir schon mal die Kugel mit. Wenn hier nicht so viele Bronze im Weg wären. So. Miniboss. Und dann haben wir alle Minibosse durch. Die Fläche natürlich aufpassen, Kicken nicht vergessen. Sieht mal so aus, als ob ich nichts mache, aber das ist, weil ich die Kugel schon halte. So, der eine hat wieder was unterbrochen, teilt uns mit seinem Interrompu mit. So, dann nehme ich die Vielseitigkeit mit. Vielleicht sollte man auch am Anfang hier gleich reingehen, weil hier ist ja der zweite gute Buff. Also dafür müssen wir uns abhängig machen, ob verstärkt und tyrannisch, wo sind die Buffs, weil man hat ja gleich am Anfang den Scharfrichter, der ja schon gute Buffs gibt und dann hier den Feuertypi, der den nächsten guten Buff gibt und dann hat man die eigentlich schon mal erledigt. Und Hero müsste dann rein theoretisch auch wieder ready sein, wenn man ankommt. Zumindest jetzt in der Verstärkwoche. Na gut, tyrannisch kann genauso sein, dann braucht man den oben länger, das kommt schon hin. Naja, muss man nochmal ein bisschen genauer dann sich anschauen. So, wichtig ist hier natürlich, dass nicht der Knochensperr nach Möglichkeit durchkommt, weil der recht hohen Schaden macht. Und auch die nekrotische Salve von dem Seelenbinder. Oder Blitzsalve. So, ein Problem weniger. Und der Seelenbinder ist auch gleich da. Und dann haben wir bloß noch den Portalwächter. Kommt gleich nochmal ein bisschen AOE rein. Boshaften Schemen sind verschwunden. Gut, einer kommt jetzt noch, aber so Kugel nicht vergessen. So, und gehen wir nach links zu den Wirbeltypen. Immer in der Hoffnung, dass keiner runterfliegt. Bisschen zusammenziehen. Bewegen sich ja nur, wenn sie da nach dem Geisterfrost gekickt worden. Ansonsten machen sie ja auch recht viele Zauber. Ich glaube, der Mage hat gerade richtig Glück gehabt. Der wurde noch von dem Wirbel getroffen, aber es gegen das Tor geschleudert worden. So, natürlich auch wieder auf die Schemen aufpassen.
So, noch die letzte Plattform vom Boss. Naja, kommen wir jetzt eh nicht durch, bevor wir nicht out of fight sind. So, wieder das gleiche. Knochenmagus den Knochenspeer kicken, unterbrechen und Seelenbinde auf jeden Fall die Salbe. Und natürlich hier dem schicken Wirbel ausweichen. So, jetzt sind die beiden gefährlich sozusagen down, wenn man jetzt den Wirbel mal außer Acht lässt. Das war auch gerade mega knapp beim Priester. So. Ja, ein bisschen Zeit für Hero ist noch. Und das. Ich glaube, wir ziehen es dann auch gar nicht mehr, weil es sich dann gar nicht mehr gelohnt hat. Oder? Bin mir gerade nicht sicher. Ja, wieder der langweilige Boss als Tank. Hauptsache dran stehen, normal Rotation fahren und das war's. Nur der Rest muss sich ja bewegen und ein bisschen was machen. Na, ich glaube, erst bei den letzten 10% oder so hätten wir Hero wieder ready. Und daher lohnt sich das ja nicht mehr. Mal sozusagen ein bisschen schnell oder wie sagt man, hätte die Route noch ein bisschen anpassen müssen. Genau, da sind es jetzt noch 10 Sekunden, sind jetzt bei 20% gleich. Wie gesagt, da lohnt sich das ja nicht mehr. Und auch bei irgendeiner Ad-Gruppe, ja, wäre vielleicht noch was, dass man zum Ende nochmal ready hat. Aber an sich, wir wollen sie auf jeden Fall beim Endboss nochmal nutzen. Ah, war irgendwie ein bisschen blöd vom Timing. Hätte ich nicht gedacht, dass es so, dass wir doch noch so schnell dann hier sind. Vielleicht eher mit Fehlern gerechnet, dass noch irgendwas mal passiert, dann hätte es auf jeden Fall gepasst mit Hero. So, das letzte Viertel. Ein bisschen angefangen haben wir es ja sozusagen. So, hier das Schlaghagel, da kriege ich natürlich ein bisschen Schaden, wenn ich gegenheim muss. So, dann wollte ich hier den hier schon aktivieren. Dachte ich, war weit genug vorne. Und sehe dann, ne, die kämpfen immer noch, hat irgendwie nicht geklappt. Warum auch immer. Dachte, es hat gereicht, aber gut. Ja, jetzt nehme ich einfach den nächsten Sprung wieder. Aktiviere die schon mal. Scheinbar bin ich nicht ganz über die Türschwelle gegangen und deshalb zählt das nicht. Aber jetzt habe ich ihn gerade kurz den Rücken zugedreht. Gab es noch ein bisschen mehr Schaden. So, damit ist der auch down. Natürlich wieder Kampftrunks immer kicken, den ganzen Spaß ausweichen.
Unser einzige gefährlich ist ja eher jetzt nochmal die nächste Gruppe, die kommt. Durch die Armbrustschützen, die zwei, die ja random dann irgendwen anschießen, den Blutungsdot verpassen. Das macht es dann nochmal ein bisschen gefährlicher. Aber ansonsten passiert ja nicht viel. Außer der normale Schaden, der reinkommt natürlich. So, Klinge wieder weg von dem, der die bekommt. Ist wirklich nur einer, den Debuff bekommt. So, und dann geht's hier rein. Aufpassen, dass auf jeden Fall der Ruf gekickt wird, sonst machen wir nämlich weniger Schaden für ein paar Sekunden. So, jetzt die Armbrustschützen auf jeden Fall ein bisschen fokussen, weil wie gesagt, die einfach verschiedene Leute anschießen. Ja, beim Priester war es gerade auch schon wieder recht knapp mit Life. So, jetzt sind es nur noch die Schemen. Jetzt warten, dass hier alle irgendwie vorbeikommen. So, letztes Add. Dann haben wir ja die Prozente auch voll. Da sehen wir schon, dass wir ja leicht drüber sind. 5,17 hätten wir noch gebraucht. Dann gucke ich mir gerade mal Vielseitigkeit an. 45%, auch nicht schlecht. 47. 49. Da kann man arbeiten, wenn es dauerhaft so wäre. Ist natürlich auch noch durch den Anima-Bonus nochmal erhöht. Ja, ist auch ganz klar. Plus das Leggy eben. So, schon mal Richtung Boss sich hier bewegen. Ja, das war jetzt gerade mein Fehler. Mal auch letztens erst festgestellt, dass wenn die mit ihrem Schlag nicht am Tank dran steht, dann kriegt eben der nächste, der dran steht, den Schlag ab. Jetzt stand gerade der Mage eben in Reichweite. Ja, ist ja natürlich ein One-Hit. naja, das passiert eben. Kurz gerest und dann geht's weiter. Ja, hier geht es ja bloß darum, die Combo gut zu spielen. Wenn der die macht, da kriege ich ein bisschen mehr Schaden rein. Ansonsten, wie die anderen natürlich auch, den ganzen Spaß ausweichen und das Banner fokussen. Da ist jetzt die Combo. Mache ich jetzt erstmal dämonische Verwüstung und heile mich dann natürlich komplett gegen. So, das Banner sollte natürlich recht schnell weggehen. So, jetzt kommen die drei Angriffe. Ausweichen. Und da geht's für zwei nach unten. So, das nächste Banner. Nächste Combo. Aber macht jetzt auch nicht so viel Schaden. Kam als erstes hier dieser Wirbel oder der Aufprall. So, das nächste Banner. Und dann kommen gleich wieder die Combo. Da ist er. Dämonische Verwüstung zum Gegenheilen. Aber wie gesagt, so viel Schaden macht es jetzt hier gerade nicht. So, dann ist er gleich down. Zeit haben wir noch genug für den Endboss.
Ist natürlich gut, dass jetzt welche noch runtergeschmissen worden, dann sind sie schon mal weiter vorne. Weil man, wie man sieht, jetzt als Demon Hunter recht schnell daherkommt. Ja, auf Tyrannisch kann sich der Endboss ja auch immer ein bisschen ziehen. Jetzt auch verstärkt geht's eigentlich. Muss natürlich immer ein bisschen lucky sein, wie das, wie die Portale dann fallen, dass man nicht irgendwie zu stark moven muss. So, da ist jemand Retter. Ach, die hier ganz vorne dran stehen, sollten natürlich aufpassen, dass sie den nicht den ersten Hit abbekommen. So, Sensenschwung. Habe ich jetzt vorher Zeichen der Flamme noch genommen. Ne, wie heißt das Zeichen der Flamme? Flammendes Brandmal, meine ich. Verursacht er dann auch weniger Schaden an mir. Ansonsten, ja, Jetzorn aufbauen, um Dämonische Verwüstung dann einzusetzen, um eben den Schaden gegenzuheilen. So, Zeichen der Stille kommt da jetzt, damit die hier zusammenkommen nach Möglichkeit, sofern ich sie dann Aggro hätte. Ja, auf jeden Fall, dass die schnell umgekieft werden hier. Strahl wieder ausweichen. So, Hero kam jetzt. Ist einfach ein bisschen unlucky mit dem Riss, dass der jetzt hier direkt hier vorne erscheint. Gerade auch schön mit Hero zusammen, ist natürlich blöd. So, jetzt hier aufpassen, nicht noch von irgendwas zusätzlich getroffen zu werden. So, wird jetzt auch noch ein bisschen nach außen ziehen. Jetzt fängt sie gleich wieder, glaube ich, was an. Genau, den Strahl. Ja, hätte ich die ganze Zeit dran stehen bleiben können, weil sie so viel gerade macht. Und jetzt wieder der Riss in der Nähe. Ja. Wichtig ist natürlich trotzdem nicht hier irgendwie in Panik verfallen und ganz wild durcheinander rennen, sondern immer trotzdem schauen, Boss nicht den Rücken zudrehen, weg von den Adds, nicht von den Strahl treffen lassen und dann sollte es auch passen. Er sagt, Zeit war jetzt ja eh noch genug, Prozente fallen jetzt aber. Nächster erfolgreicher One jetzt noch mit dem Demon Hunter. Lief ganz gut. Bei der Route hätte man, wie gesagt, vielleicht noch ein bisschen besser machen können, um Hero besser zu nutzen. Vielleicht hätte man dann noch plus 2 irgendwie noch geschafft. Aber an sich trotzdem, wie gesagt, gut gelaufen. Ja, hoffe, der Run hat euch auch wieder gefallen. Danke euch wie immer fürs Einschalten und sage bis zum nächsten Mal.